Bitte was? Hab Dank für die Wahrung des Friedens auf dem Kontinent. Gratulation. Okay, also sowas ist neu. Ich hab irgendwas mit Frieden kurz gelesen erstmal, oder ich hab's auch gehört. Und habe jetzt gedacht, was, tut er mir jetzt den Krieg erklären? Also das ist das Ende des Friedens oder so. Aber es ist schön, dass Amerika das sagt. Wahrscheinlich Amerika-typisch auch ein bisschen. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ich sag einfach mal okay dazu. Wir haben vor kurzem fortgeschrittenes Wissen im Bereich der Stadtplanung gewonnen. Der Bau von Bezirken in unseren Städten kann viel effektiver und lukrativer sein als einfache Modernisierungen wie Bauernhöfe und Minen. Dann erzähl mir bitte mehr, denn davon habe ich wirklich noch keine Ahnung. Ach, wir haben die Schrift entdeckt, deshalb haben wir jetzt besseren Kontakt. In Zivilisation 6 sind Gebäude nicht mehr auf das Stadtzentrum beschränkt, sondern können sich durch die Bezirke über eure Gesamtheratome erstrecken. Die Karte ist nun wichtiger denn je, da ihr gezwungen seid, beim Platzieren wichtige strategische Entscheidungen zu treffen. Campusse und heilige Städte erhalten spezielle Bonus, wenn sie in der Nähe von Bergen errichtet werden. Aber nur letztere erhalten auch einen Vorteil durch einen nahegelegenen Regenwald. Spezialbezirke wie der Campus oder das Handelszentrum setzen eine bestimmte Bevölkerung voraus. Das Wohnviertel und das Aquädukt sind von dieser Voraussetzung nicht betroffen. Wenn eine Stadt bereit ist, etwas zu bauen, erscheint der Button Produktion wählen. Wenn ein Bezirk gebaut werden kann, erscheint er in diesem Menü. Klickt auf den Bezirk, um die Stadt mit dem Bau beginnen zu lassen. Darauf die Platzierungsliste erscheint, dort erhaltet ihr einen Überblick über hätte, Angerkette. Gut. Zu schreiben bedeutet zu teilen. Es ist ein Teil des menschlichen Wesens, Dinge teilen zu wollen. Gedanken, Ideen, Meinungen. Ja. Oh, nicht schon wieder einer. Klicke ich mal hier drauf. Teddy Roosevelt, Freundschaft verkünden. Äußert formell euer Bestreben, ein freundschaftliches Verhältnis zu dieser Macht aufrechtzuerhalten. Als Freund könnt ihr mit dieser Macht eine Allianz eingehen, aber ihr keinen Krieg erklären. Delegation schicken. Schickt eine Delegation mit einem Goldgeschenk zu dieser Macht. Wenn es angenommen wird, ist der Empfänger euch gegenüber etwas freundlicher eingestellt und eure Zugriffsstufe erhöht sich. Was? Und eure Zugriffsstufe erhöht sich. Hält, bis ihr die Ausrichtung diplomatischer Dienst erhaltet. Denunzieren ist schlecht. Macht eine formelle Kriegserklärung mit oder ohne Casus Belli, kann nach weiteren 5 Runden geäußert werden. Überraschungskrieg erklären, Kriegstreiber, Malus keine. Beginnt sofort ein Krieg, normaler Kriegsräume. Aha. Lagebericht, Gerüchte, Objekte, keine neuen Einträge, Zugriffsstufe, keine. Seht euch wichtige Informationen über eure Das ist interessant. Angriffe mit Massenvernichtungswaffen. Botschaft haben wir noch nicht erforscht, wahrscheinlich. So. Na gut, dann schicken wir mal eine Delegation. Warum nicht? Teddy! Das bin ich. Okay, also anscheinend... Gründe für aktuelle Beziehungen, 2 unbekannte Gründe, 8 unbekannte Gründe, das sagt mir gar nichts. Was weiß ich. Ja, zurück, bitte. So, wir haben dies. Bibliothek können wir errichten. Astrologie. Das ist auch nicht schlecht. Hängende Gärten sind nicht schlecht. Was
Siegtreiber Bahn baut einen Steinbruch. Haben wir noch keinen Steinbruch gebaut? Nee, wahrscheinlich noch nie. Wassermühle. Nee, dann doch eher das. Montage. Sollen ja 12 Zivilisationen sein, ne? Jetzt haben wir bisher nur Amerika entdeckt. Vielleicht ist die Karte doch etwas größer als gedacht. Yosemite Valley ist für mich immer ein Sonnenaufgang, ein Funkeln aus grünem und goldenem Staunen in einem enormen Bauwerk aus Stein und Raum. Oh, wir haben Yosemite entdeckt. Zufälligerweise direkt neben Washington, also direkt neben Amerika. Ha. Okay. Der Naturbus hat eurem Volk die majestätische Größe des Universums vor Augen geführt. Euer Wissen über die Stellen, die aus... Okay. Heißt Brüssel? Wir haben jetzt, glaube ich, einen Berater oder so bei denen. Einen Gesandten. Wir können bis zu 6 Nee. Der erste Gesandte, der... Nee, ich verstehe es nicht ganz. Egal. Heißt, wir bekommen 2 Produktionen in der Hauptstadt beim Bau von Wundern, Gebäuden und Bezirken. Gut, wir haben jetzt da einen Gesandten. Sonst wollen die nichts? Nein. Was war da gerade? Zu zerregeln. Okay. Ja, nächste Runde, oder? Also in dem Alpha-Spiel, da wurde derjenige andauernd von Barbaren angegriffen. Da hatte ich schon Angst bekommen. Wir können jetzt ja einfach mal, wenn wir haben ja eine Steinschleuder. Was ist das? Aufdecken? Aufwecken. Ach, aufwecken. Hä? Ich habe keine Ahnung. Wir können jetzt einfach mal dahin gehen und die angreifen. Einfach mal aus Jux und Tollerei. Oh, wir können aber weit ziehen. Aber ich will weiter in den Süden. Wir hätten da jetzt eigentlich schon Erfahrung gesammelt. Förderung verfügbar. Schnelle Fortbewegung im Wald und Regenwald. Ranger, Alpin, schnelle Fortbewegung auf Hügelgelände. Dann eher das. Wache kann durch Wald und Dschungel sehen. Guerilla, Fortbewegung nach einem Angriff. Fernglas, okay, okay. Ist doch mal ganz toll. Also, ich finde das super. Der hat das nicht. Campus. Ein Stadtbezirk für wissenschaftliche Bestrebungen. Oder noch ein Krieger. Wenn ich jetzt einen Angriff plane und die kommen erstmal zum Krieger. Kann ich vielleicht beides machen? Kann ich ihn? Nee, wahrscheinlich nicht. Mal gucken. Lieber noch einen Krieger bauen. Und dann mit 2 Kriegern und einem Schleuderschützen angreifen. Wartest du erstmal? Ja. Jetzt wird da unten kalt. Okay, also der darf noch nicht befördert werden, der... Hä? Habe ich jetzt den befördert, oder? Ich weiß es nicht.
finde, wie ich es befördert habe, hat der keinen. Manchmal komme ich nicht ganz klar. Yosmite. Ah, hier ist das auch noch Yosmite. Anziehungskraft atemberaubend 5. Atemberaubend 5. Ich verstehe das nicht ganz, aber was weiß ich schon. Du darfst jetzt erstmal nicht, deshalb. Ja, Runde überspringen. Passt schon. Amerikaner. Toll, jetzt kommen wir da nicht lang, oder was? Weil der im Weg steht. Jetzt kommen wir da nicht lang. Gut, dann müssen wir halt da warten. Stammesdorf entdeckt. Das ist wahrscheinlich sowas wie früher diese Städten, diese antiken Städten. Hier würde sich eine Stadt lohnen. Aber ich hätte lieber... Der Mann, der Schneid genug hat, sich für die Bewaldung und Bewässerung eines Landes einzusetzen, verdient die gleiche Ehre wie seine Eroberer. Okay. Das ist wohl der positive Aspekt des Handels. Die Welt gerät gemeinsam in Aufruhr. Ja. Produktion für Marineeinheiten, das bringt uns gar nichts. Das bringt uns auch nichts. Das könnte was bringen. Und dann in Handel. Ach, das können wir noch gar nicht. Das müssen wir jetzt erstmal erforschen. Dann Astrologie. Ja. Viehzucht habe ich auch noch gar nicht gemacht. Gina Vembanzinga, Yeketi Lovana Mbote. Ngeti Monavo, Losambuka Kwatata Nzambi. Oh, wir haben Kongo entdeckt. Mifpa Achinka vom Kongolesischen Reich. Ich bin Mifpa. Ja, ja, und ich grüße euch in Freunde. Ach ja. Ja. Okay. Guten Tag. Ich wünsche einen guten Tag. Du kommst natürlich hinterher. Du gehst dahin. 40 Gold, ist nicht schlecht. Oh, hier. Fisch. Ein frühes... Lass die Bevölkerung eurer Zivilisation auf 6 wachsen. Das ist dann eher, hä? Mystik. Orakel, Eingebung, Offenbarung. Gründ ein Pantheon, das haben wir auch schon, aber tun wir das. Und jetzt hängende Gärten. Oh. In allen Städten, das ist natürlich gut. Ein Händler hätte ich aber lieber. Mit Amerika. Und nee, das lasse ich erstmal noch überraschen. Ich weiß es zwar schon so ungefähr, jedenfalls war es so in der Alpha und da denke ich mir, ja, das könnte hier auch so sein. Mal gucken. Ich hoffe, das funktioniert, denn es ist etwas weiter weg. Da weiß ich nicht. Am Ende ist es zu weit weg. Einheit Befehle, welche Einheit denn? Du kannst nicht da lang gehen. Und du kannst nach Norden gehen. Haben die Saft eingegossen. Kirschsaft.
Das, wo waren die? Die waren da hinten. Dann ziehe ich mal dorthin. Was ist denn das? Ist das er? Wahrscheinlich. Steinschleuderer. Und der dahin. Steinschleuderer positioniere ich dann mit sonst wo. Und dann geht's aber los hier. Immer noch nicht befördert werden, ne? Ist gerade jemand gestorben? So, Kongo und was ist das? Jerewan? Ach, Jerewan! Aha. Dorthin. Dorthin. Hier erobern die ja gleich. Ist aber blöd für uns. Hier gibt's Kupfer. Aber sehr blöd für uns. Es geht noch nicht weiter. Hm. Ich würde ja sehr gern einen erfolgreichen Angriff mit denen unternehmen. Und dann kriege ich einen Bonus. Auf Bogenschießen. Ha! Nachdem ein Schleuderschütze endlich einen Feind besiegen konnte, steht euch der Sinn nach stärkeren Fernkampfwaffen. Euer Wissen über Technologie Bogenschießen hat große Fortschritte gemacht. Wunderbar. Und hier gibt es Gewürze. Also ich würde fast gern hier eine Stadt gründen. Oder hier. Und dann haben wir Gewürze und später dann hier oben die Steine. Das würde mir schon gefallen. Was passiert? Achso, Washington. Ja! Ja. Ach, wir beginnen. Dieser Handelsweg wird unserer Zivilisation nicht nur Reichtum bringen, sondern auch allmählich Straßen zwischen unseren Städten entwickeln. Straßen ermöglichen es unseren Einheiten, sich unbehindert durch schwieriges Gelände bewegen zu können. Das wollte ich nämlich sagen, weil ich noch nicht verraten wollte. Sonst wurden ja Straßen durch Bauarbeiter hergestellt und anscheinend, ich weiß es nicht genau, könnte es sein, dass Handelsrouten der einzigste Weg sind, um jetzt Straßen herzustellen. Ich kann es fast nicht glauben. Bisher habe ich es nicht anders gesehen, deshalb weiß ich es jetzt nicht. Es sind erwähnte Fortbewegungen auf der Welt. Sie werden beginnend im Altertum von Händlereinheiten platziert und reduzieren anfangs die Fortbewegungskosten von einem Straßengeländefeld auf ein anderes. Mit der Weiterentwicklung der Technologie werdet ihr die Fähigkeit freischalten, immer bessere Straßen zu bauen und sogar Brücken. Moderne Straßen reduzieren zum Beispiel die Fortbewegungskosten bis zu einem halben Fortbewegungspunkt pro Geländefeld. Beim Bewegen von einem Straßengeländefeld auf ein anderes. Achso. Alle Straßen ermöglichen Einheiten Fortbewegungsmalus aufgrund des Geländes zu ignorieren. Straßen werden von Händlern platziert, können aber auch manuell von Militärpionieren platziert werden. Also später anscheinend durch Militärpioniere. Wissen über technische Währung hat das super. Währung ist, glaube ich, sogar eine sehr fortgeschrittene. Also. Ach, hier sieht man ungefähr, wie weit die sind. Aha. Währung hier. Das ist doch schon recht fortgeschritten, würde ich sagen. Wieso haben wir jetzt zudem schon so eine. Aha, Gerüchte.
Beziehung zu einem Unbekannten. Aha. Wahrscheinlich, weil wir einfach noch zu früh in der Geschichte sind und da... Okay, wir haben jetzt schon eine Zugriffsstufe. Die ist auf eingeschränkt. Zugriffsstufe eingeschränkt. Allianzen, Regierungswechsel, Denunzierung, Städte gegründet, Handelsabkommen verfügbar, Handelsabkommen aufgehoben. Das wird uns also informiert. Mark Friedl, die eine Stadt... Aha. Okay, also haben wir schon etwas Information über ihn. So, das ist ja erledigt. Mit dem kann ich jetzt noch ein bisschen kundschaften, denn hier würde ich gerne meine nächste Stadt gründen. Und dann ziehe ich den hier schon mal wieder zurück. Können wir ja hierhin langsam bringen. Hängende Gärten, nein. Dann produzieren wir ein Campus. Ja, komm. Ein Campus, der bekommt durch Berge ja Bonus. Hier auch, aber wahrscheinlich wegen mehr. Deshalb wäre es wahrscheinlich einfach logisch, ihn hier zu bauen. Ja. Schule, Grasland, Russland, St. Petersburg verbilligen, Kosten 1, 1, 1, 1. Campus bringt mir dann 2 Wissenschaften. Weil das wird ja noch gebaut. Und jetzt in der Zeit kann ich nichts anderes bauen, ne? Ja, und das ist ja ein Stadtbezirk. Also das ist auch Stadt, aber halt ein Stadtbezirk. So funktioniert das jetzt. We are, by the grace of God, Victoria, Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland. And soon, dare I say, the Empire. Oh, my lady. Und bald schon, wenn ich so sagen darf, des ganzen Reiches. Victoria vom Englischen Reich, also vom English Empire. Es ist eine Ehre, euch kennenzulernen. Schön, euch kennenzulernen, aber ich fürchte, wir sind zu beschäftigt, um uns zu verweilen. Das ist eigentlich schon mal ein anderer Begriff. Also anders. Oh, wir können noch mehr austauschen. Die hat so einen fragenden Blick. Im Interesse unserer politischen Beziehungen möchten wir mehr über eure Hauptstadt erfahren. Natürlich im Austausch gegen Informationen über unsere. Also können wir jetzt schon... Im diplomatischen Bereich enger miteinander zu tun haben. Das sehen wir dann aber in der nächsten Folge.